Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sind immer noch im Traum. Ist das ein Traum? Ah, da ist jemand. Cresselia. Wer ist das? Ich bin Cresselia. Cresselia? Deine bloße Existenz. Sie treibt die Welt in den Ruin. Die Welt in den Ruin? Wie sollte ich das tun? Indem du in dieser Welt bist. Weil du hier existierst, bleibst du bestehen. So wird die Welt zerstört. Was war das denn? Dragon. Dragon schläft. Ich nehme an, es war ein Traum. Was für ein seltsamer Traum noch dazu. Naja, dann kann ich wohl nichts machen. Es ist noch nicht einmal morgen. Ich leg mich nochmal schlafen. Uiuiui, ey. Dieser Traum würde mich auch abfacken. Am nächsten Morgen. Din. Oh ja, das Wetter ist heute wieder klasse. Lass uns heute unser Bestes geben, Doki. Yo. Dip, dip, dim. Didim, didim, dim. Was haben wir denn so für Items? Müssen wir noch lagern, ein paar, ne? Denke ich mal. Wir haben ganz viele Belebersamen, glaube ich, verloren. Oh, das Goldband. Das verkaufen wir alles später. Das weg. Das. So viele Siedelbeeren. Zack, Top-Elixier weg, das weg, alles. Ein Flieh behalten wir. Och Gottchen, ey. Oh, ich hätte vorher meine Nase putzen sollen. Meine Nase ist irgendwie ein bisschen zu. Nasenspray und so hätte ich schon sollen. Verdammt. Verdammt! Naja, egal. Ich werde den Part schon so überleben. Denke ich. Hoffe ich. Oh, bitte, lass mich den Part überleben. Ja, nichts Interessantes. Wir müssen jetzt noch eine Mission machen, ne? Einen Job machen. Und wir müssen Attacken wieder kombinieren. Link fixieren. Ja, ist noch alles. Und ist noch alles. Okay, alles klar. Dim, 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 dim. Jobliste. Apfelwald müssen wir noch machen, genau. Rette Minun. Gut, das wird eine relativ schnelle Mission, denke ich mal. Ist ja nur der Apfelwald. Und diesmal müssen wir keine Eskorte machen. Kein Pokémon eskortieren. Zum Glück. Okay. Mal sehen, was wir für eine Pokémon-Kette hinkriegen werden. Nichts, okay, dann hier ist es. Schluss. Zack, zack. Dim, dim, dim. Ach ja. Leute, was euch vielleicht aufgefallen sein könnte, ich weiß nicht, ob der Part... Ja, doch, eigentlich sollte der Part. Ich habe jetzt... Die Videos sind jetzt in 1080p. Und... Ja, Deponia und Star Wars ja auch noch in 1080p, 60 FPS. Dadurch, dass ich jetzt ja nicht mehr 5 Jahre brauche, um zum Rendern. Und jetzt, da ich auch, nicht mehr... Ja, da es nicht mehr so viel Leistung vom PC frisst, in 1080p aufzunehmen, kann ich in 1080p aufnehmen. Was sehr, sehr schön ist. Dadurch habt ihr nochmal mehr Qualität. 1080p, schön. Sehr, sehr schön finde ich das. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ich das endlich machen kann. Ich weiß nicht, wer kriegt jetzt die Gummis? 5... 6, lol. Und 5. Dann bin ich hier erstmal dran, ne? Dip, dim, 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 dadam, dim, dadam. Wir haben leider kein Wasser-Pokémon, sonst hätten wir das Blaugummi irgendwem geben können. Hier ist die Treppe, nice. Oh, und ein Item. Stock, wow. Aber jetzt nicht, ja, ist jetzt nicht so nötig, aber besser als nichts. Besser als nichts. Besser als Georockbrock. Noch mehr Stöcke.
Außerdem kann man die später verkaufen, alle. Würde ich jetzt mal sorgen. Und ein Apfel, okay. Ein Bomi. Och komm, hört auf, in mein Team zu wollen. Wir haben Bomi schon, okay. Und ein Paras. Wieso mache ich das? Ich muss nicht mal Attacken einsetzen. Ich muss einfach nur... Komm schon. Ja! Nehmen wir auch noch. Und nehmen wir auch noch. Das Blaugummi lassen wir mal. 2400 haben wir nämlich. Oder wie viel haben wir noch? Aber wir können das auch noch mitnehmen. Apfel brauchen wir jetzt nicht, nee. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Noch mehr... Oh. Okay, wir können jetzt mal das Flora-Gummi essen. Jo. Und wir haben weiser Heiler erlernt. Das müssen wir uns gleich mal angucken. Dragon noch ein Orangegummi geben. EP-Sammler. Das klingt gut. So, jetzt kommt Haru erstmal dran. Erstmal Haru. So, gucken wir uns erstmal die EQ-Fähigkeiten an. Das habe ich weiser Heiler, ne? Ich heile mich schneller, ne? Regeneriert mehr KP als gewöhnlich. Wenn es KP heilende Attacken oder Items einsetzt. Nice. Sehr, sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. EP-Sammler. Kämpft das Pokémon gegen mehrere KP, greift es zuerst das an, dass es mehr Erfahrungspunkte gibt. Ja, gut, okay. Okay, das ist ja auch meistens das stärkste Pokémon, das stärkere Pokémon. Weil es höheres Level hat oder sich besser entwickelt ist oder was auch immer. Also ist es eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich wette, die Treppe ist in dem Raum, in dem wir eben schon halb drin waren. Ein Klargummi. Ihr mach halt. Okay. Mach einen Ruckzucki. Haru. Yeah. Ach komm schon. Danke. Nein. Dein Ernst. Giftbruder auch noch. Gönn dir, Bruder. Alter, okay, jetzt komm, reicht's aber. Stachelspore, Giftpuder, Schlafpuder und Stachelspore. Heilige Kacke, wie lange schlafen wir denn? Danke. Heilige Kacke. Das kam unerwartet. Das war unerwartet lange, ey. Gucken wir nochmal hier runter. Aber da unten ist, glaube ich, nicht mal mehr ein Raum. Oder? Nee. Dann ist es sogar wirklich in dem Raum. Oh, ist das deine Ernte? Nee. Okay, noch ein weiter hier. Noch ein weiter oben, okay. Schön. Haben wir gleich mal die Ebene erreicht? Zack. Ach man, da ist die Treppe, nice. Aber hier dürfte jetzt auch die Zielebene sein, ne? Nicht? Ach, erst auf E12 habe ich gerade gesehen. Oh Mann. Okay, das kann ja noch ein bisschen dauern. Bei meinem Glück. Härtner, ich hasse diese Attacke. Saftkorn setzt Härtner ein. Du kriegst dieses Pokémon nicht mehr tot, wenn es die ganze Zeit Härtner einsetzt, ey. Oh. Ich hasse, das habe ich gehasst. Bei Pokémon Blau-Rot und so und... Oh, nee. Nee. Das war echt... Schlimm. Ich glaube, das hat... Nee, das hat jeder gehasst, glaube ich. Noch ein Orangegummi. Ey, ey, ey. Dragon braucht aber bald keine Gummis mehr hier. So, jetzt aber Zielebene erreicht. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch Minun, glaube ich, war das, ne? Minun finden. Ich glaube, es war Minun. Da ist Minun. Ich habe es gesehen. Hallo? Minun gefunden, ja! Sehr, sehr, sehr schön. Nein. Fortsetzen, ja. Nein, warte, was? Oh, bin ich dumm. Ist schon so drin, dass ich immer weiter fortsetze. Oh Mann, das ist jetzt... Okay. Das war jetzt sehr dumm. Aber ich glaube, so viele Ebenen hat der Apfelwald gar nicht, ne? Ist nicht auch bei 12 Schluss?
Ja, okay, sehr gut. Uiuiui. Los. Meister den Apfelwald, yeah. 2552 Punkte, 30 Erkunderangpunkte. Das war's. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Szene kommt. Oh. Wieder ein Traum. Schon wieder. Jetzt träume ich etwa wieder. Ah, das ist. Wer war das nochmal? Cresselia? Cresselia, bitte erzähl mir mehr von dem, was du mir letztes Mal erzählt hast. Du sagtest mir, dass meine Existenz die Welt in den Ruin treibe. Was meinst du damit? Du bist ein Mensch, der aus der Zukunft kam. Du bist nicht von dieser Welt. Das verursacht die Verzerrung des Raumgefüges. Verzerrung des Raumgefüges? Und falls sich die Verzerrung des Raumes weiter ausdehnt, dann wäre diese Welt am Ende. Die Verzerrung des Raumes wird die Welt zerstören? Du bist eine Existenz, die es in dieser Welt nicht geben darf. Du darfst nicht hier sein. Warte, bitte erzähl mir mehr. Nein, verlass mich nicht, Cresselia. Ich kann nicht, ich schwinde dahin. Oh Mann. Am nächsten Morgen. Hey Doki, komm schon Doki. Aufwachen Doki, es ist schon morgen. Hey, sieh dir das an. Das Wetter ist wieder super. Ich hatte wieder diesen Traum. Er fühlt sich allerdings seltsam realistisch an. Mir wurde gesagt, dass ich in dieser Welt nicht existieren dürfte. Mein Traum, Cresselia. Sie sagt, dass eine weitere Ausdehnung der Verzerrung im Raumgefüge die Welt zerstören würde. Oh, die Verzerrung des Raumes. Das haben wir irgendwo schon mal gehört. Und das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Danke. Mir wurde gesagt, dass ich irgendwas mit der Verzerrung des Raumes zu tun hätte. Das habe ich bei der Glitzerquelle gehört. Wenn es so ist, was ich gehört habe über die Zerstörung der Welt durch meine Existenz. Vielleicht stimmt es. Vielleicht steht durch meine bloße Existenz die Welt vor ihrer Zerstörung. Liegt es wirklich an mir? Warum bist du so Gedanken verloren? Das kenne ich gar nicht von dir, Doki. Komm schon, zeig etwas hier an, Doki. Dragon ist sogar noch schwungvoller als gewöhnlich, aber Dragon könnte recht haben. Es ist nicht sicher, dass ich die Welt zerstören werde. Selbstmitleid hilft dir auch nicht weiter. Ich muss mich aufrappeln. Ja, so kenne ich dich, Doki. Machen wir auch diesen Tag wieder zu etwas Besonderem. Yo. Machen wir. Hallo, Bediza. Oh, hallo, warte mal. Hast du großen Ärger, Menschenskind? Hallo, Bediza, sag ich ja. Oh, ich bin so froh, hier noch erwischt zu haben. Oh, ich schätze mal, ihr wollt gerade euren Tagewerk nachgehen. Oh, schuh. Oh. Ja, stimmt etwas nicht, Bediza? Warum die große Eile? Da ist Ärger, Mann, Mascha. Der kleine Azurill, oh, der kleine Azurill ist in Schwierigkeiten. Was? Azurill ist in Schwierigkeiten? Oh, sie haben das kleine Kerlchen in die Gilde gebracht, oh. Beeilen wir uns, Doki. Jo. Hi, Azurill, geht es ihm gut? Er scheint nicht in Lebensgefahr zu sein, aber... Ja, was ist mit ihm geschehen? Er schläft und schläft und schläft, aber er wacht nicht mehr auf. Was? Er wacht nicht auf? Ja, ich versuche die ganze Zeit ihn zu wecken, aber er schläft immer noch. Ich habe Angst bekommen, deshalb habe ich ihn zur Gilde gebracht. Anscheinend quält ihn irgendetwas. Er ist so, seit er eingeschlafen ist. Als ob er leiden würde. Träumt er schlecht? Hey, das könnte es sein. So wie der Kleine sich wälzen windet, scheint es einen Albtraum zu haben, hey! Hey, Plauderguy, weißt du, wie wir Azurill aufwecken können? Mir fällt mir leider auch eine Idee, in einem Albtraum gefangen zu sein, ohne aufwachen zu können, tagelang. So etwas habe ich noch nie gehört. Wir können ihm auch keine Beeren oder so geben, wenn er schläft.
Wir sind mit unseren Lateinen am Ende, ein Heilmittel zu finden. Wer könnte wissen, wie man Albträume los wird? Hey! Hey Leute! Oh, darf ich mal was sagen, ha? Oh. Was denn, Mediza? Mir ist so ein Gedanke gekommen. Oh, da wir den Albtraum nicht verschwinden lassen können, oh, vielleicht können wir wenigstens herausfinden, was für ein Albtraum er hat. Was? Dann finden wir vielleicht heraus, warum der kleine Azura nicht aufwachen kann, oh Menschenskind. Oh, richtig! Wir sollten uns den Traum von Azura ansehen. Wie soll das denn gehen? In einen Traum reinschauen? Ja, hier, oh Menschenskind, tut mir leid, oh. Eigentlich könnte es sogar möglich sein. Ja, was? Hey, wie soll das denn gehen? Ah, wir gehen zu Traumato. Wenn irgendjemand das kann, dann Traumato. Traumato? Der Name kommt mir bekannt vor. Das ist es. Erinnerst du dich, Doki? Wer kennt Traumato? Ja, genau. Das ist der Bösewicht. Ja, ist okay. Och, kommt schon, Leute, das kennen wir alle schon. Ich will das nicht nochmal vorlesen, das ist doof. Vor allem, weil ich die Stimme nicht mehr weiß. Ja, das ist er. Traumato. Dieser Gesetzlose, der Erste, den wir gefangen haben. Ich muss Traumato eh nochmal lesen, also von daher auch, verdammt, egal. Aber warum Traumato? Ah, denk daran, das sind nur Gerüchte. Aber man sagt, dass Traumato die erstaunliche Fähigkeit hatte, die Träume anderer einzudringen. Na, wirklich? Er kann in Träume eindringen? Na, es ist nur ein Gerücht. Ich will meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Allerdings besteht die Möglichkeit. Okay, ich habe es kapiert. Wenn wir also Traumato fragen würden, dann könnte er uns vielleicht in den Albtraum von Azura hineinbringen. Herr Magnetilo, was ist mit Traumato geschehen, nachdem ihr ihn verhaftet habt? Traumato wurde von Oberwachtmeister Magneson intensiv in die Mangel genommen. Er drückte sein Bedauern aus und versprach, niemals wieder das Gesetz zu brechen. Deshalb haben wir ihn freigelassen. Hey, aber es ist ja wirklich sauber geblieben. Hört sich aber sehr verdächtig an, hey! Krebskorps, jetzt ist nicht die Zeit für Spitzfindigkeiten. Also, wo hält sich Traumato derzeit auf? Er ist ausgezogen, um seinen Geist und sein Bewusstsein zu reinigen. Er sagt, er wollte sich auf dem Mühsalberg in die Selbstdisziplin üben. Mühsalberg? Das wäre in der Bergregion. Okay, das ist der einzige Aufenthalt, der derzeitige Aufenthaltsort von Traumato. Wir müssen los, Doki, auf zum Mühsalberg. Oh, Dragon. Warte auf uns, Meryl. Wir versprechen, dass wir mit Traumato zurückkommen werden. Ach, Dragon. Ihr seid immer für uns da. Vielen, vielen Dank. Dann ist es entschieden. Wir überlassen die Angelegenheit Team Pokepakt. Alle haben Angst um Azuril, aber lassen wir Team Pokepakt das regeln. Ihr anderen solltet weitermachen wie üblich. Ja, alles klar, Leute, Zeit zu arbeiten. Hurra! Es liegt an euch, Traumato zu finden. Lasst uns nicht hängen. Okay, legen wir los. Wir machen uns auf den Weg zum Mühsalberg. Lasst uns diesen Traumato finden. Jo, kriegen wir hin, nachdem wir ein paar Items gelagert haben und diesen Part beendet haben. Würde ich mal sagen. Yeah. Ach ja, die Musik ist dol. Ich mag die Musik. Yeah. Aha. So, Items lagern. Zack. So. Stock. Großen Apfel, Sinebeere, Top-Elixier, Angstorb. Das war's. Okay. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein!